Guten Abend. Приветствую вас, друзья. Guten Abend, liebe Freunde. Рад сегодня быть вместе с вами. Ich bin froh, hier heute bei euch zu sein. Меня зовут Огонь Сварог Владимир. Ich heiße Огонь Сварог Владимир. Я являюсь верховным волхвом родового огнища. Ich bin der Oberpriester des родовой огнища. Man kann das als das Stammesfeuer übersetzen. Президент Международной ассоциации саморазвития и целительства Живоярга. Der Präsident der Internationalen Organisation für Selbstentwicklung und Heilkunst, der Живоярга. Глава Академии развития человека Рада Свет. Oberhaupt der Akademie der Entwicklung des Menschen, Рада Свет. Я являюсь автором 15 книг. Ich bin Autor von 15 Büchern. И сегодня хотел бы с вами поговорить о энергетическом целительстве. Und heute möchte ich mit euch über energetische Heilkunst sprechen. О практике исцеления с помощью божественной энергии. Die Praktiken der Heilung, wo wir die göttliche Energie verwenden. Энергии жизни, энергии творения. Die Energie des Lebens, die Energie der Schöpfung. Под исцелением я понимаю формирование здоровья, прекрасных отношений. Und der Heilung ist gemeint, dass man gesund ist, aber auch wohlhabend wird und eine gesunde Beziehung hat. Умение материализовать события. Die Fähigkeit, Ereignisse materialisieren zu können. Предвидеть события. Die Ereignisse vorhersehen zu können. Ну и максимально полно реализоваться в этой жизни. Und maximal und vollkommen sich in diesem Leben realisieren zu können. Ну и в идеале, конечно, достигнуть состояния просветления. Und im Idealfall natürlich den Zustand der Erleuchtung zu erhalten. Цели у всех разные, но практика живы позволяет нам этого достичь. Zwar hat jeder von uns seine eigenen individuellen Ziele, aber die Jiva-Praktik im Allgemeinen hilft uns eben diese individuellen Ziele zu erreichen. Все мы взрослые люди осознаем, что без энергии жизни бы не было. Wir sind alle erwachsene Menschen und uns ist bewusst, dass es ohne Energie kein Leben existieren kann. И мы видим энергию в виде стихий. Und wir sehen die Energie unter anderem in Form von Elementen. Земля, вода, огонь, воздух. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Это видимое проявление энергии. Das ist die sichtbare Manifestation von Energien. Но есть еще энергия времени и пространства. Es gibt aber auch die Energie der Zeit und des Raumes. Но интересно то, что есть еще самая тонкая энергия, которая наполняет каждое живое существо. Interessant ist aber auch das, dass es eine noch feinere oder feinstofflichere Energie gibt, die alle Lebewesen durchdringt. Именно о ней сегодня мы будем говорить. Und über diese Energie werden wir heute auch sprechen. Мы планируем позаниматься порядка часа, если пойдет, может быть, больше. Wir werden uns heute ungefähr eine Stunde nehmen dafür, wenn alles aber auch gut geht, vielleicht noch ein bisschen länger. Мы таким образом планируем, я где-то полчасика вам порассказываю определенные теоретические знания. So werde ich euch circa eine halbe Stunde theoretisches Wissen vermitteln. Потом мы сделаем с вами медитацию, такую кудесничью медитацию, шаманскую медитацию. Dann machen wir eine Magier-Meditation beziehungsweise eine schamanische Meditation. Мы сходим к нашим предкам, потому что предки сейчас как раз осень, это время общения с предками. Wir werden uns zu unseren Ahnen begeben, weil Herbst ja auch die Zeit ist, wo es sich sehr gut mit den Ahnen kommunizieren lässt. И порядка получаса я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. Und dann werde ich noch mal eine halbe Stunde Zeit widmen, auf eure Fragen einzugehen. У нас с Евгением дистанционная школа, и уже длительное время мы практикуем, что кроме тех людей, которые с Украины, с России, славянских государств, сейчас уже почти год мы занимаемся, ну там еще нету года, но скоро, да, с теми людьми, которые интересуются энергетикой в Германии. Also wir mit dem Eugen, also sprich mit mir,
haben diese Online-Schule ins Leben gerufen, weil Wladimir ja in Präsenz in der Ukraine und anderen russischsprachigen Ländern unterrichtet. Und so bieten wir seit Anfang diesen Jahres auch die Möglichkeit, praktisch in deutschsprachigen Ländern die Jiva-Heilkunst zu den Leuten zu vermitteln, die Leute darin zu auszubilden. Und wir haben jetzt in der ersten Gruppe Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und Italien. Мы живем в такое непростое время. Люди находятся в состоянии стресса, у них возникают трудности со здоровьем, со взаимоотношениями. Und wir leben in einer nicht einfachen Zeit. Viele von uns sind stressgeplagt und bei vielen entstehen unter anderem auch dadurch Probleme mit der Gesundheit, aber auch Beziehungsprobleme. Многие не могут реализоваться в жизни, понять свое предназначение. Viele Menschen können sich nicht realisieren so richtig oder können auch ihre innere Bestimmung nicht verstehen. И многим кажется, что надо найти какой-то внешний источник силы. Und die meisten denken, man müsste irgendwie eine, oder im Äußeren eine Kraftquelle finden. Но на самом деле каждый из нас уже является волшебником, который уже может влиять на окружающую действительность. Aber in Wirklichkeit ist jeder von uns bereits ein Magier, der auf seine Realität unmittelbar wirken kann. Я думаю, что каждый из вас попадал в такую ситуацию, когда он чего-то хотел, очень стремился, и это у него легко получалось. Ich denke, jeder von euch war schon mal in einer Situation, wo er sehr stark etwas wollte, und es ist dann tatsächlich so eingetreten. Зависло. Да, wir haben kurz ein eingefrorenes Bild. Jetzt geht's weiter. Все хорошо. Ну и, соответственно, иногда получается так, что наше стремление материализуется, а иногда не получается. Und dementsprechend ist es so, dass hin und wieder es funktioniert, dass unsere Absichten sich materialisieren, hin und wieder funktioniert es aber auch nicht. То есть, кроме природного способности работать с энергией, есть определенная школа, есть знания, и в нашей традиции это называется жива. Zu den natürlichen Talenten mit diesen Energien zu arbeiten, gibt es Techniken, gibt es Möglichkeiten, es zu erlernen, zu verbessern. In der slawischen Tradition nennt man diese Energie und dieses System Jiva. Каждый народ называет энергию, божественную энергию окружающего мира по-разному. Кто-то называет Ци, Ки, Чи, Прана. Jedes Volk und jede Tradition nennt diese Energie auf ihre eigene Art und Weise mit der eigenen Terminologie, zum Beispiel Prana, Chi, Ci und so weiter. In slawischen Traditionen, aus древних времен, есть знание о том, как работать с этой энергией для того, чтобы достигать вот этих состояний здоровья, счастья, целостности. In der alten slawischen Tradition gibt es Methoden, gibt es Wissen, wie man mit diesen Energien arbeitet, um praktisch eine Ganzheitlichkeit, Gesundheit und Glück im Leben erreichen zu können. Не только славянская традиция, но и наука говорит нам о том, что с центра мироздания постоянно идет некая энергия, которая наполняет все живое. Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die alten Traditionen sprechen über einen gewissen Mittelpunkt des Universums, aus der Energie ausgesendet wird, die alles Lebendige versorgt. Научные могут это называть реликтовое излучение первичного взрыва. In der Wissenschaft nennt man es die Hintergrundstrahlung des Universums. Кто-то это может называть мана, омна, ци, ки, прана. Manche nennen diese Energie мана, oder омна, oder ци, ки, прана. Славяне называли эту энергию, которая идет из центра мироздания, жива. Die Slawen haben diese Energie als Jiva bezeichnet. И как я уже говорил, она проявляется у нас на уровне тела, как земля, как вода, огонь и воздух. Und auf der Ebene unseres Körpers und unseres Daseins verwirklicht oder materialisiert sich diese Energie als Erde, Wasser, Feuer und Luft. Соответственно, когда мы говорим «Земля», это наши кости и твердое состояние нашего тела. Wenn wir über Erde sprechen, sind es Knochen und alle harten Bestandteile unseres Körpers. Когда мы говорим «Вода», это жидкостные среды нашего тела. Wenn wir über Wasser sprechen, dann ist dieses Element alle Flüssigkeiten in unserem Körper.
Огонь – это химические реакции, которые проходят в наших клетках. Das Feuer sind die chemischen Reaktionen, die in unseren Zellen stattfinden. И, соответственно, воздух, кислород, тот, которым мы дышим, он также присутствует в наших легких и присутствует у нас в крови и в органах. Und das Element Luft ist in unserem Körper als der Sauerstoff, den wir einatmen, also die Luft, die wir einatmen, und der Sauerstoff, der sich dann im ganzen Körper verteilt. Этот уровень соотносится с энергией тела. Diese Ebene entspricht der Ebene des Körpers. Но есть более высший уровень энергии, который соотносится с уровнем души. Es gibt aber eine darüberstehende Ebene, die entspricht der Ebene der Seele. И если вы задумаетесь, то вы осознаете, что время и пространство – это также энергия. Und wenn ihr gut darüber nachdenkt, werdet ihr feststellen, dass die Zeit und der Raum auch eine Art von Energie sind. Возможно, вам приходилось сдавать экзамен, и то время, которое было дано на подготовку, пролетело мгновенно, хотя вам, например, оно могло быть 45 минут. Und wenn ihr an eine Prüfung denkt, dann verfliegt die Zeit dort sehr schnell und 45 Minuten erscheinen dann wie wenige Minuten praktisch in einem anderen Fall. А может быть, кому-то приходилось падать с дерева, и за то время, пока он летел с дерева, перед его глазами прошла вся его жизнь, и это падение для него показалось очень долгим. Oder wenn jemand mal vielleicht von einem Baum gefallen ist, dann hat sein ganzes Leben vor sich vorbei rauschen sehen und dieser eine Fall, den spürte er wie eine sehr große Zeitspanne. Таким образом, давайте осознаем, что время и пространство – это также энергия, которые могут сжиматься и растягиваться. Und das lässt uns erkennen, dass die Zeit und Raum Energien sind, die man strecken, aber auch verdichten kann. И самый высший уровень – это уровень Духа. Und die höchste Ebene ist die Ebene des Geistes. В нашей традиции это называется изначальный свет. In unserer Tradition ist, heißt es das ursprüngliche oder das ewige Licht. В христианской традиции это называется Святой Дух. In der christlichen Tradition sagt man der Heilige Geist dazu. Китайцы называют это трансцендентное Ци. Die Chinesen sagen das transzendentale Ци dazu. Индусы называют это Брахман, сознание Бога. Und die Inder sagen dazu das Brahman oder das Bewusstsein Gottes. Соответственно, каждый из нас является микромоделью Вселенной. Entsprechend diesem Aufbau ist jeder von uns auch so ein Mikromodell des Universums. И мы уже работаем с энергией жизни, мы уже с ней соединены. Und wir sind von unserer Geburt an mit dieser Energie des Lebens verbunden und arbeiten quasi auch mit ihr. Особенно это проявляется в экстремальных ситуациях. Vor allem wird es in extremen Situationen sehr deutlich. Ну, например, горит дом, бабушка забегает в дом, хватает огромный сундук, вытягивает, и потом этот сундук четыре взрослых мужчины им тяжело занести. Такой он тяжелый. So in Fällen, wo zum Beispiel ein Haus abbrennt und die Oma rennt rein und rettet ihre schwere Truhe, die dann hinterher vier Männer nicht heben können. Бывает, возможно, такая ситуация, когда человек видит, что за ним бежит бешеная собака, у которой пена идет со рта, и этот человек перепрыгивает через высокий забор, и потом не может вернуться обратно, потому что такой высокий забор, что он даже через него перелезть не может. Oder wenn man von einem tollwütigen Hund wegrennt, der praktisch vom Mund schäumt, springt man über sehr hohen Zaun und wundert sich hinterher, wie man darüber gekommen ist und kommt praktisch gar nicht zurück, dann, wenn man zurückklettern möchte. Ja, как-то зависло. Нет, все нормально. Also ich habe eigentlich gutes Bild. О чем идет речь? Обычно человек, он находится в своем сознании на уровне тела. Worüber ist hier die Rede? Normalerweise befindet sich der Mensch mit seinem Bewusstsein unten auf dieser Ebene des Körpers. Но благодаря энергетическим практикам он учится свое сознание поднимать на более высшие уровни, на более высшие уровни, уровень души и духа. Dank den energetischen Praktiken aber lernt sein Bewusstsein auf höhere Ebenen zu bewegen, auf die Ebene der Seele und des Geistes. То есть, если у человека это случается спонтанно, то благодаря практике мы можем достигнуть того, что у нас это будет уже проявляться осознанно.
Und wenn es in Extremsituationen spontan eintritt, können wir mit Hilfe der Praktiken bewusst auf diese Ebenen gehen. При этом очень важно понимать, что когда мы говорим о работе жилы, то мы должны помнить о том, что каждый человек материализует события. Und wenn wir über die Arbeit mit der Jiva-Energie sprechen, müssen wir auch ein wichtiges Prinzip verstehen, dass jeder von uns die eigenen Ereignisse für sich Многие люди этого не осознают. Vielen Menschen ist es nicht bewusst. Но еще в 1926 году. Aber im Jahre 1926, also im letzten Jahrhundert, Нильсен Бор и Гейзенберг проводили эксперимент, haben ein Experiment durchgeführt, когда они хотели исследовать, чем является свет. Свет является волной или он является частичкой фотона. Als sie untersuchen wollten, was das Licht eigentlich ist, ist das Licht ein Teilchen oder ist das Licht eine Welle? В результате эксперимента было доказано, Als Resultat des Experiments hat man nachgewiesen, что если люди верят и держат образ, что свет это частичка, фотон, wenn die prüfende Gruppe daran glaubt, dass das Licht ein Teilchen ist, ein Photon, в результате эксперимента они видят фотоны, они видят частички. Bekommen sie als Resultat des Experiments auch Photonen oder Teilchen nachgewiesen. Другая группа ученых, которая утверждает, что свет является волной, они видят волну. Die andere Gruppe von Wissenschaftlern, die behauptet haben, dass das Licht eine Welle ist, haben auch eine Welle nachgewiesen. Давайте осознаем, что еще в начале прошлого столетия было доказано, что человек, посылая энергию через свой образ, материализует окружающую реальность. Und so erkennen wir, dass noch im letzten Jahrhundert es praktisch auch wissenschaftlich bestätigt worden ist, dass der Mensch durch seine Überzeugungen, durch seine Gedankenbilder diese Energie nach außen schickt und so seine Realität formt. В данном случае это происходило, одни материализовали фотон, другие материализовали волну. Und so passiert es, dass die einen ein Teilchen materialisiert haben und die anderen eine Welle. Таким образом, давайте осознаем, что каждый из нас уже изначально имеет энергию жизни, которая идет из нашего духовного сердца. Und das lässt uns auch erkennen, dass jeder von uns eine Quelle dieser Lebensenergie ist, die aus der Mitte seines Herzens strömt. Она излучается через наши мысли. Diese Energie passiert unsere Gedanken. И мы получаем окружающую реальность. Und wir bekommen daraus die Realität, die uns umgibt. То есть, если мы верим, что мир плохой и все вокруг люди плохие, wenn wir daran glauben, dass die Welt schlecht ist und alle Menschen um uns herum schlecht sind, начинаем видеть все больше плохих людей, beginnen wir mehr und mehr schlechte Menschen wahrzunehmen. Если мы наоборот считаем, что мир позитивный, wenn wir annehmen, dass die Welt positiv ist, мы начинаем притягивать к себе позитивных людей, и вокруг нас их становится больше. Beginnen wir positive Menschen anzuziehen, und um uns herum gibt es dann mehr positive Menschen. Или даже обычная мысль, которая нам приходит в голову и часто крутится в нашем сознании, через нее также идет энергия, и мы начинаем материализовать окружающую реальность. Oder ein Gedanke, der praktisch ständig in unserem Kopf rumschwirrt, wir uns irgendwo auch darauf konzentrieren, материализирует nach und nach dann auch gewisse Ereignisse. Мы выходим как бы на тот вариант реальности, который соответствует нашему образу. Wir driften in diese Variante der Realität, die unseren Überzeugungen und unseren Gedankenbildern entspricht. Ну, например, если женщина решила запустить себе длинные волосы, потому что она решила так, что будет более красиво. Zum Beispiel eine Frau entschließt sich, lange Haare wachsen zu lassen, weil sie davon überzeugt ist, dass lange Haare schön sind. И когда она запускает волосы, она видит, что у одной подруги длинные волосы, у другой, у третьей, она начинает видеть вокруг много людей с длинными волосами. Und wenn sie das beabsichtigt, bemerkt sie, dass die eine Freundin die andere Freundin lange Haare hat und dass eigentlich viele Frauen lange Haare haben. Все опять работает. Когда работа идет с энергией, то бывает так, что техника не выдерживает.
Wenn viel Energie fließt, dann hält oft auch die Technik nicht stand. Итак, давайте еще раз осознаем, что если у вас негативные мысли, то фактически вы материализуете негатив. Lasst es uns noch mal erkennen, wenn ihr negative Gedanken habt, formt ihr negative Realität. Если у вас позитивные мысли, то вы наоборот формируете позитив. Wenn ihr positive Gedanken habt, formt ihr positive Realität. Исходя из этого, для того, чтобы быть более успешным, что нам нужно? Ausgehend davon, wenn wir erfolgreicher sein möchten, was ist dann benötigt? Нам нужно увеличить количество энергии, нашу силу, нашу мощность. Wir zum einen diesen Energiestrom verstärken. И поэтому у нас есть такое понятие, как посвящение, настройка, когда происходит раскрытие чакр, и человек пропускает через себя большее количество энергии, чем он пропускал до этого. Deshalb gibt es bei uns die Initiation, diese Einstellung oder das Einstimmen der Chakren, der Energiezentren, damit der Praktiker in Zukunft mehr Energie durch seinen Körper durchleiten kann. Соответственно, что-то там тормозит. Тук-тук. Да, слышно. Только картинка висит. Все. Все, пошла картинка. У меня вроде все нормально. Мы остановились на том, что нужно пройти инициацию, чтобы усилить поток. Да. И тогда мы можем излучать из себя намного больше энергии. Nach der Initiierung, wenn das praktisch vom Meister durchgeführt wird, ist der Schüler dann fähig, mehr Energie durch sich hindurchzuleiten? Вспомните, что для того, чтобы вам что-то достичь, вам нужно ощущение радости, легкости, силы, бодрости, а для этого нужна энергия. Erinnert euch daran, um etwas erreichen zu können, braucht ihr so eine gewisse Energie, innere Kraft, Selbstbewusstsein, Motivation und das sind alles Energien. Если человек не практикует, то у него энергетические центры, чакры, они закрыты, они работают слабо, поэтому ему постоянно не хватает энергии. Und wenn der Mensch nicht praktiziert, sind seine Energiezentren, die Chakren geschlossen oder funktionieren sehr schlecht und der steht ständig unter so einem Energiemangel. Когда человек получает инициацию живы, он автоматически получает доступ к бескрайнему количеству энергии, которая помогает ему справиться с любыми жизненными вопросами. Und nach der Jiva-Initiation bekommt der Schüler praktisch einen Anschluss an ein viel größeres Energiepotenzial, um besser und effektiver seine Lebensfragen lösen zu können. То есть Jiva помогает человеку чувствовать себя бодрым, наполненным силой, снимает страх. Das Jiva erlaubt es dem Menschen, sich praktisch mit Energie aufgefüllter zu fühlen, vollkommener zu fühlen, angstfrei durch das Leben zu gehen. Возникает ощущение внутренней силы и возможности достичь того, тех целей, которые человек перед собой ставит. Es entsteht das Gefühl von innerer Kraft und die Überzeugung und die Selbstsicherheit, dass man praktisch seine gesetzten Ziele erreichen kann. Но кроме того, мы должны понимать, что кроме увеличения энергии, есть необходимость поработать с нашими образами, с нашим сознанием. И поэтому живо и практики живы помогают нам еще очиститься от негативных мыслей и от негативных мыслеобразов, для того, чтобы мы могли формировать более успешный мир вокруг себя, более позитивный. Logischerweise müssen wir auch mit unseren Überzeugungen arbeiten, mit unseren Gedanken arbeiten, um die praktisch aus dem Negativen ins Positive zu drehen, um auch positiv unsere Realität gestalten zu können. При этом это является раскрытием природной силы человека. Dabei ist es nichts anderes als so natürliches Öffnen der in uns schlummernden Kräfte. Она является врожденной для каждого человека, и поток живы помогает нам раскрыть свои способности, подобно тому, как если хорошо поливать цветок, то он растет, расцветает и начинает благоухать. Diese Kräfte und Fähigkeiten sind uns allen von Natur aus gegeben
wir müssen uns lediglich darum kümmern, wie um eine Pflanze, indem wir mehr Jiva Energie uns zuführen und wir praktisch unsere Fähigkeit und Kenntnisse so gedeihen lassen, quasi verbessern. Соответственно, когда мы говорим про энергетические центры, мы прорабатываем наши чакры, и благодаря этому мы имеем возможность влиять, ну как бы прорабатывать те сферы жизни, за которые они отвечают. Und indem wir mit Energien arbeiten und unsere und die Arbeit, die Funktion unserer Chakren verbessern, sind wir dann auch fähig, die Lebensumstände, die jeder einzelnen Chakra entsprechen, zu verbessern. Первая чакра, она называется корни, она находится у нас на стопах, и она соединяет нас с предками. Die erste Chakra oder zwei Chakren sind es, die befinden sich an den Fußsohlen, heißen Wurzeln, und die verbinden uns mit den Ahnen. Когда я говорю, что эта чакра соединяет нас с предками, подразумевается то, что они могут нас наполнять энергией, мы можем чувствовать их силу и поддержку, а можем чувствовать, что мы с ними разъединены, что их нет. Die Unterstützung der Ahnen wird so wahrgenommen, dass sie uns praktisch von unten durch die Füße und die Beine mit ihren Energien stärken und unterstützen. Im anderen Fall kann es sein, dass man gar keine Verbindung zu den Ahnen oder mit den Ahnen spürt. Dementsprechend fehlt da auch ihre Unterstützung, dass man praktisch da keine Verbindung dazu hat. Когда мы воплощаемся все равно в том или ином роде у тех или иных родителей. Wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir in einer bestimmten Familie, in einer bestimmten Ahnenreihe zur Welt. Поэтому хотим мы или не хотим, нам по роду передается определенные как позитивные программы, так и негативные программы. Und ob wir es haben möchten oder nicht, werden uns aus unserer Familie und Ahnenreihe positive, aber auch negative Programme praktisch an uns weitergegeben. Но если мы говорим, например, про негативную программу, представьте себе, бабушка развелась 30 лет. Wenn wir über negative Programme sprechen, sind es so Beispiele wie die Oma hat sich mit 30 Jahren scheiden lassen. Мама развелась 30 лет. Die Mama hat sich mit 30 Jahren scheiden lassen. И вот сейчас дочка, у нее хорошие отношения, но почему-то начали портиться. 30 лет, и они как-то начинают с мужем ругаться. Как вы думаете, насколько большая вероятность, что они разведутся? Und jetzt die junge Frau, die ist kurz vor ihrem 30. Geburtstag, ist eigentlich in einer festen, guten Beziehung, aber irgendwie beginnt es zu kriseln oder kleine Problemchen tauchen auf. Und was denkt ihr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann auch scheiden lässt? Поэтому есть необходимость работать с этой чакрой для того, чтобы гармонизировать наши отношения с нашими родителями, с нашим родом. Deshalb besteht auch die Notwendigkeit, mit diesen Chakren zu arbeiten, um die Beziehung zu unseren Eltern zu harmonisieren und quasi auch zu unserem ganzen Stamm zu harmonisieren. Следующая чакра, которая называется исток. Красного цвета. Das nächste Chakra heißt vom Slawisch wortwörtlich übersetzt Quelle. Hier im Deutschen ist das der Begriff Wurzelchakra geläufig. Она отвечает за наше здоровье. Dieses Chakra ist verantwortlich für unsere Gesundheit. За нашу физическую защищенность. Für unseren physischen Schutz. В том числе за наявность еды. За что? Ну, когда что есть еда, когда вот эта чакра полна энергии, то человек всегда будет накормлен, будет что кушать. Für das Vorhandensein von Nahrungsmitteln. Also wenn das Chakra gut aktiv funktioniert, hat der Mensch immer genug zu essen. Таким образом, если у нас в этой чакре есть энергия, то тогда весь физический организм будет работать прекрасно, мы будем чувствовать себя сильными, уверенными, мощными, здоровыми. Und wenn das Chakra gut funktioniert, wird der Mensch sich auch immer gesund fühlen, stark fühlen, seinen Körper als funktionsfähig fühlen. Та пища, которую мы будем употреблять, она будет для нас питательной, а не просто будет проходить, мы будем чувствовать себя уверенно и мощно. Die Nahrung, die man dann aufnimmt, nährt den Körper auch und fliegt nicht einfach nur so hindurch. Таким образом, она дает нам здоровье в таком широком понимании. So schenkt uns dieses Chakra Gesundheit in einem sehr breiten Spektrum.
То есть, когда мы работаем с живой, получается, что усилив канал, мы таким образом имеем возможность прорабатывать каждую чакру и прорабатывать одновременно сферу жизни, которая связана с ней. Wenn wir mit der живой энергии arbeiten, heißt es, dass wir mit dem Chakra auch arbeiten, also nach und nach entsprechend, und die einzelnen Sphären des Lebens, die mit diesen Chakren verbunden sind oder mit dem jeweiligen Chakra verbunden sind, auch verbessern. Поскольку я думаю, что каждый из вас видел радугу и понимает, что радуга, она состоит как бы из разного уровня энергии, разного уровня спектра, разного уровня вибрации. Und jeder von euch hat einen Regenbogen gesehen und jeder versteht, dass der Regenbogen aus verschiedenen Farben besteht, aus verschiedenen Energiespektren. Жива имеет в себе все спектры энергии. Die живая энергия trägt alle Energiespektren in sich. Поэтому она помогает нам прорабатывать любую чакру, любой уровень. Deshalb hilft es uns, an jedes Chakra und an jede Ebene abzuarbeiten. Следующая чакра – это оранжевая чакра, которая называется Зарат. Das nächste Chakra wird als kein Wort wörtlich übersetzt. Im Deutschen ist es die Sakralchakra. Если в этой чакре у нас достаточное количество энергии, wenn wir in dieser Chakra genügend Energie tragen, мы чувствуем себя привлекательным мужчиной или привлекательной женщиной. Fühlen wir uns als ein anziehender Mann oder eine anziehende Frau? У нас прекрасно работают репродуктивные органы. Und репродуктивные органы функционируют sehr gut. От нас исходит определенное такое излучение, которое притягивает к нам мужчин или женщин. Und wir strahlen so eine gewisse Charisma aus, welches Männer beziehungsweise Frauen anzieht. То есть мы нравимся противоположному полу. Also wir gefallen dem gegenüberliegenden Geschlecht. Причем это не зависит от красоты. Zudem ist es nicht von äußerer Schönheit abhängig. Человек может быть как бы посредственно красив, но когда у него достаточно количество энергии в этой чакре, то благодаря этому всем он нравится и все к нему тянутся. Also der Mensch kann mittelmäßig schön sein in unserem heutigen Sinne. Wenn er aber viel Energie auf dieser Chakra hat, wirkt er für alle anziehend. Соответственно, это помогает человеку сформировать хорошие парные семейные отношения. Das hilft dem Menschen auch, eine gute, gesunde, familiäre, partnerschaftliche Beziehung aufzubauen. То есть реализоваться в семье, иметь хорошую семью, иметь хорошие отношения и быть счастливым. Sich in der Familie zu realisieren, eine starke, gesunde Familie zu haben oder praktisch ein Familienleben zu führen. На 10 сантиметров выше пупка у нас есть желтая чакра живот. 10 сантиметров über dem Bauchnamen haben das gelbe Chakra, Bauch, Bauchchakra. Когда мы говорим об этой чакре, давайте осознаем, что многие из нас хотели бы в жизни чего-то достичь. Wenn wir dieses Chakra betrachten, müssen wir auch sehen, dass jeder von uns im Leben etwas erreichen möchte. Кто-то хотел бы стать знаменитым человеком. Der eine möchte vielleicht eine Berühmtheit werden. Кто-то хотел бы стать бизнесменом. Der andere ein Businessman. Кто-то хотел бы просто увеличить количество финансов. Der andere einfach seine Finanzen vermehren. Но давайте осознаем, почему один человек может создать бизнес, а другой не может. Lasst uns auch kurz erkennen, warum der eine ein Business, eine Firma aufbauen kann, der andere wiederum nicht. Почему у одного человека есть сила и энергия, а у другого этой силы и энергии нет? Warum der eine dafür die Kraft und die Energie hat, der andere wiederum nicht? То есть раскрытие этой чары, оно приводит к тому, что мы можем стать более успешными в окружающем мире. Das Entwickeln dieser Chakra hilft uns erfolgreicher, realisierter in diesem Leben zu werden. То есть мы можем привлекать к себе удачу, мы можем встречаться с нужными людьми, то есть с теми людьми, которые будут способствовать нашему росту. Wir können Glück und Erfolg anziehen, wir können andere erfolgreiche Menschen anziehen, die uns darin unterstützen, erfolgreich zu werden.
Если мы что-то продаем или реализуем, это тоже становится более интересно для людей. Wenn wir vielleicht ein Produkt verkaufen oder realisieren oder eine Dienstleistung anbieten, wird es für andere Menschen auch interessanter. Потому что у нас там есть эта энергия. Weil wir in unserem Inneren diese Energie tragen. Соответственно, это происходит легко. Entsprechend passiert es dann leichter. Зеленая чакра. Grünes Chakra. Здесь у нас происходят такие события, как хороший авторитет, общение с людьми. Passieren solche Aspekte, dass wir eine Realitätsperson werden können, wir können gut mit Menschen kommunizieren und umgehen. У нас может быть добрая слава, какой-то авторитет среди людей. Wir haben vielleicht auch irgendwo so einen gewissen Ruhm unter den Menschen oder Bekanntheitsgrad unter den Menschen. И если у нас есть этот авторитет, добрая слава, люди к нам обращаются, с нами взаимодействуют, und мы интересны. So eine Autoritätsperson sind, diesen guten Ruhm haben, wenden sich auch viele Menschen an uns, um irgendwelche Ratschläge oder Ideen abzuholen. Более того, мы сами лучше чувствуем людей и ощущаем, чего они хотят, чему они стремятся, мы их лучше понимаем. Und wir spüren somit auch selbst die anderen besser und spüren, was der andere möchte. Oder was dem anderen fehlt. Все в этом мире происходит благодаря людям. Und alles in dieser Welt passiert ja dank dessen, dass Menschen auch da sind. Любые производственные связи, личные отношения – это всегда общение людей. Alle geschäftlichen Beziehungen, aber auch zwischenmenschliche Beziehungen setzen als Grundlage die Kommunikation unter Menschen voraus. Если мы работаем живой и раскрываем эту чакру, то благодаря этому у нас открывается наша сердечность, и эта сфера жизни прорабатывается. Indem wir mehr живой энергии dorthin leiten, wir unser Herzchakra verstärken, öffnen wir in uns mehr Herzlichkeit, und diese Sphäre des Lebens wird auch verstärkt dadurch. Следующая чакра, которую мы проработаем в процессе работы с живой, это чакра устья. Das nächste Chakra, mit dem wir in der Jivakunst arbeiten, ist das Chakra Mündung oder Halschakra Vishuddha. И она связана с новыми знаниями, с получением новой информации. Dieses Chakra ist verbunden damit, dass man viel neues Wissen erhält, dass man viel Information erhält. С творчеством, самовыражением. Mit Kreativität, mit Selbstausdruck. Практикуя живу, все это начинает у нас усиливаться. Indem wir die Живая-Kunst praktizieren, verstärken sich diese Aspekte ebenfalls bei uns. Кроме того, поскольку это связано с пространством, zudem, weil dieses Chakra auch mit dem Raum verbunden ist, мы должны осознать, что одновременно существует много разных параллельных пространств. Sollten wir uns auch im Klaren sein, dass gleichzeitig viele Parallelwelten existieren. И мы можем находиться в том, где у нас много минусов, много негатива. Und wir können uns in einer Realität befinden, wo wir sehr minusbehaftet sind. Потому что у нас мало энергии и негативные мысли. Weil wir wenig Energie haben und negative Gedanken. Но если мы увеличим количество энергии, wenn wir das Energiepotenzial erhöhen, если мы меняем мысли, они становятся более позитивными. Wenn wir die Gedanken austauschen und positiv denken. И расширяем восприятие сознания. Und auch unser Bewusstsein erweitern. Прорабатываем чакры. Arbeiten mit den Chakren. Мы переносимся в другую реальность. Driften wir in eine andere Realität. То есть все то же самое, но мы становимся успешными. То, что раньше не получалось, теперь начинает получаться. Es bleibt gewissermaßen vieles dasselbe, aber was wir früher nicht konnten, klappt jetzt bei uns, oder wozu wir früher nicht fähig sind, sind wir dann fähig. Возникает такое ощущение, что как бы пространство открывается. Es ist so ein Gefühl, dass der Raum sich für einen öffnet. И все это дает проработка чары устья. Und das schenkt uns praktisch die Arbeit mit dem Chakra Mündung. Следующая чакра, которую мы прорабатываем, это чакра ока на уровне бровей. Das nächste Chakra, mit dem wir arbeiten, ist das dritte Auge. Мы должны понимать, что если человек может что-то предвидеть, то у него есть какое-то преимущество. Wir müssen verstehen, wenn der Mensch etwas vorhersehen kann,
hat einen gewissen Vorteil gegenüber anderen. Если человек получает какую-то информацию каким-то нелогическим способом, духовным способом, у него есть преимущество. Wenn der Mensch Information nicht auf die logische Art und Weise bekommt, sondern auf eine spirituelle oder intuitive, hat er auch einen gewissen Vorteil. То есть раскрытие чары ока приводит к раскрытию ясновидения, яснослышания, яснознания. Die Entwicklung des Chakras drittes Auge führt dazu, dass man hellsehen, hellhören und andere ja, spirituelle Fähigkeiten bekommt. Мы начинаем более целостно воспринимать мир, себя, и вместо вот этого такого зашоренного состояния, когда нам кажется, что уже ничего не изменить, мы видим широкое поле и понимаем, куда нам двигаться для того, чтобы достигнуть успеха. Вот. Statt praktisch wie Scheuklappen vor sich zu haben, öffnet sich vor uns der geistige, der energetische Raum und wir wissen sicherer, wohin wir uns im Leben oder durch praktisch unser Dasein bewegen müssen. В конечном итоге идет раскрытие чары родник. Letztendlich geht es um das Öffnen des Chakras родник, also Kronenchakra. Благодаря этому у нас может возникнуть ощущение единства всего сущего. Und dank dem Öffnen dieses Chakras entsteht in uns ein Gefühl, dass wir mit allem Dasein verbunden sind. Чувствование потока жизни, как нужно поступить для того, чтобы все было самым гармоничным образом. Wir entwickeln ein anderes Gefühl für das Leben selbst, wissen, wohin wir steuern müssen, damit alles harmonischer verläuft. Кроме того, у нас возникает более ясная чувственная связь с божественным миром. Und wir erhalten so eine klarere, deutlichere, spürbarere Verbindung mit dem Schöpfer. Мы очень глубоко понимаем свое предназначение. Wir beginnen sehr tief unsere Bestimmung zu verstehen. То есть в обычном состоянии, если у человека нету настройки, нету инициации, для него получается эти недоступны все эти возможности, которые у него есть, которые для него являются врожденными. So für einen normalen Menschen, der nicht praktiziert, der keine Initiierung durchgelaufen ist, sind viele dieser Möglichkeiten verborgen. То есть поэтому жива, она автоматически раскрывает эти уровни, усиляя вас. Deshalb öffnet das Shiva alle diese Ebenen und verstärkt euch dementsprechend. Но в то же время это система практик, которую нужно сделать для того, чтобы раскрыть эти все умения, силы, знания в себе. Zudem sind es aber auch viele Praktiken, die uns helfen, eben diese Aspekte abzuarbeiten und neue Möglichkeiten, neue Kräfte aufzubauen. Shiva можно назвать энергетической медитацией. Shiva, also zu dem System kann man auch energetische Meditation sagen. И когда мы говорим про медитацию, давайте осознаем, что сегодня в наше время все самые успешные люди стремятся медитировать. Und wenn wir über Meditation sprechen, müssen wir uns auch im Klaren sein, dass alle erfolgreichen Menschen heutzutage meditieren oder es quasi anstreben. В серьезных компаниях, Google, опять же, там в банках специально создаются комнаты для медитации. Bei großen Unternehmen oder Konzernen, Google, Großbanken, gibt es mittlerweile Räume, wo die Mitarbeiter oder sogar die Leitung sich zum Meditieren zurückziehen können. Медитация помогает успокоиться, наполниться силой. Die Meditation hilft, sich zu beruhigen, sich mit neuen Kräften aufzuladen. Но есть энергетическая медитация, когда мы не просто медитируем, мы еще направляем поток энергии для материализации событий. Es gibt aber auch energetische Meditationen, bei denen wir uns nicht nur beruhigen, sondern die Energie zu materialisieren von gewissen Ereignissen leiten. И мало кто из вас знает про то, что в этом очень успешны японцы. Und die wenigsten von euch wissen vielleicht, dass die Japaner sehr erfolgreich darin sind. У них есть такие большие залы, когда они собираются, целый коллектив фирмы, и они медитируют на знак фирмы, на ее процветание. Die haben so riesige Säle, wo sehr, sehr viele Mitarbeiter gleichzeitig auf die Firma meditieren, auf das Logo vielleicht oder auf das Zeichen der Firma meditieren, damit die Firma erfolgreicher gegenüber der Konkurrenz wird. Особенно это популярно у автомобильных компаний.
Es ist in der Automobilbranche, bei den Automobilmarken in Japan sehr verbreitet. Если вы задумаетесь, то у Японии нету своего железа, у нее нету ни газа, ни нефти, у нее нет ничего, но у них очень много автомобильных брендов. Wenn ihr darüber nachdenkt, Japan hat ja keine eigenen Ressourcen, Bodenschätze, hat kein Öl und Gas, hat aber sehr gute Autos, die weltweit bekannt sind und die man weltweit auch fährt. И поэтому не только технически они стараются делать совершенные модели, но они еще каждое утро перед тем, как идти непосредственно работать, все вместе в едином зале медитируют на то, чтобы их бренд, чтобы эта фирма их не была успешной. Also nicht, dass die nur alleine versuchen, gute Autos aus technischer Sicht herzustellen. Die beginnen auch den Arbeitstag mit einer Gruppenmeditation, um praktisch die Energie der Firma aufzubauen. В славянской традиции умение влиять на окружающую реальность было известно еще 8000 лет назад. In der slawischen Tradition hat man schon vor 8000 Jahren darüber Bescheid gewusst, dass man durch Meditation auf seine Realität wirkt. Люди собирались на площадь и делали совместную практику для того, чтобы направить свою энергию, силу на то, чтобы рос урожай, на то, чтобы остановился дождь, на то, чтобы остановилась война. Die Leute haben sich an Plätzen versammelt und haben sich gemeinsam darauf konzentriert, dass die Erde gut wird oder dass es praktisch zu regnen beginnt oder aufhört oder dass der Krieg aufhört. И сегодня, когда мы учим людей живы, мы делаем такую, ну, скажем так, благотворительный посыл для того, чтобы люди могли управлять реальностью. Und wenn wir heutzutage den Menschen die живe Heilkunst beibringen, ist das praktisch unser Beitrag dazu, dass die Menschen lernen, selbst der Herr ihrer Realität zu werden. Считается, что корень квадратный из 1% людей на отдельно взятой территории. Man nimmt an, dass die Quadratwurzel von 1% der Menschen, die sich praktisch an einem Territorium, zum Beispiel in einer Stadt, если они держат определенный образ и наполняют его энергией, und wenn diese Quadratwurzel aus 1% der Bewohner ein gewisses mentales Bild hält, eine gewisse Konzentration und Ausdruck, они начинают влиять на всю эту территорию, на всех тех остальных людей. Wirken sie auf das ganze Territorium, auf die anderen Menschen auch mit, zum Beispiel in der Stadt oder Region. Таким образом, если много людей, которые практикуют, они могут поддерживать мир, гармонию и благодать в своей стране. Wenn zum Beispiel sehr viele Menschen praktizieren, können sie Wohlstand, Frieden und Ruhe in ihrem Land so energetisch aufrechterhalten. Подобное происходит, когда люди массово молятся, и тоже идет массовая молитва. Dasselbe geschieht auch, wenn bei Massengebieten, wenn unendlich viele Menschen gleichzeitig beten. Но христианская традиция, она не обучает, каким образом человек может использовать энергию жизни и как надо направлять эту энергию. И поэтому оно получается скорее случайно, чем осознанно. In der christlichen Tradition lehrt man die Menschen aber nicht, wie man mit diesen Energien arbeitet, wohin man diese Energie lenken muss. Deshalb passieren dort solche Dinge eher spontan. Соответственно, когда мы говорим о живе, она выступает некой такой волшебной палочкой, которая применима для всех сфер жизни. Und wenn wir über die Jiva sprechen, ist es sowas wie ein Zauberstab, der für alle Lebensaspekte geeignet ist. Если у нас стресс, мы можем снимать с помощью живы стресс. Wenn wir unter Stress stehen, können wir mit der Jiva-Energie Stress abbauen. Если у нас в машине аккумулятор сдох, то есть он уже как бы слабая зарядка, мы можем потоком живы усилить, чтобы эта машина еще завелась и чтобы получилось зарядить. Ну, как бы, чтобы приехала. Wenn das Auto nicht anspringt, weil das Akku fast leer ist, können wir mit der Jiva-Energie den Akku noch versuchen aufzuladen, damit das Auto doch aus den letzten Reserven des Akkus anspringt. В любой сфере жизни, когда мы сталкиваемся с проблемами, мы всегда сталкиваемся своим негативным образом и недостатком энергии для того, чтобы материализовать более позитивный сценарий. Wenn wir in unserem Leben mit negativen Problemen konfrontiert werden, sind es letztendlich unsere eigenen Gedanken, Überzeugungen,
und irgendwo auch der Mangel der Energie. Und das ist für uns nur ein Zeichen, um an diesen Aspekten zu arbeiten und diese zu verbessern. Поэтому жива, она нужна абсолютно всем, независимо от пола, от расы, от возраста. Deshalb ist das жива für alle erforderlich oder empfehlenswert, unabhängig vom Geschlecht, Rasse, Alter und so weiter. Она имеет, конечно же, в глубине своей духовные корни славянской ведической традиции, но мы ее подаем как такую светскую практику для людей, которые принадлежат к любым традициям, и они могут пользоваться ней как энергией. Natürlich sind die Wurzeln in der alten slawisch-vedischen Tradition. Nichtsdestotrotz ist es mittlerweile so, dass die Ausbildung sehr weit verbreitet ist und dass nicht nur Slawen genießen und verwenden, sondern international, also sehr viele Menschen aus vielen Ländern. Наша дистанционная школа, она организована следующим образом. Unsere Online-Schule ist folgendermaßen organisiert. Мы постепенно проходим первую ступень, вторую ступень и третью ступень. Also wir erlernen die erste Stufe, dann die zweite und dann die dritte. Каждая ступень, она имеет три модуля. Модуль А, модуль Б, модуль С, да? Да. Und jede Stufe hat drei Module oder besteht aus drei Modulen, Modul A, B und C. Каждый модуль занимает от 8, там может быть там больше, там может быть там до 12 занятий. Und jedes Modul nimmt von 8 bis 12 Einheiten circa in Anspruch. Потому что как бы иногда есть желание группы углубиться в что-то и чем-то позаниматься больше. Also manchmal gibt es in der Gruppe auch spezielle Fragen oder Gruppenanfragen, mit welchem Thema man sich ein bisschen tiefer beschäftigen soll. Или возникают какие-то индивидуальные вопросы, которые надо помочь решить. Oder es entstehen individuelle Fragen und es wird in der Gruppe geholfen, mit dem Zutun von meisten natürlich diese Fragen zu lösen. Таким образом, уже начиная заниматься, мы уже можем группой помогать друг другу. Und wenn wir praktisch uns als Gruppe ausbilden lassen, können wir schon in den Anfangsstadien uns gegenseitig helfen und unterstützen. То есть на модуле А мы обучаемся общим практикам, базовым практикам. Bei Modul A erlernen wir die Basispraktiken. И на модуле Б мы учимся владеть сознанием, то есть мы работаем больше с образами, с частями души, для того, чтобы овладеть правильным восприятием мира и уметь правильно структурировать энергию внутри себя. Beim Modul B arbeiten wir vermehrt mit dem Bewusstsein, erlernen die Funktionsweise des Bewusstseins, erlernen dort also viele Punkte zu finden, diese auszutauschen, um die Welt praktisch besser wahrnehmen zu können, um uns auch besser und richtiger wahrnehmen zu können. Modul C посвящен материализации и управлению реальностью. Das Modul C widmet sich dem Schaffen von Wohlstand und Überfluss. И он ориентирован на увеличение, как говорится, благосостояния и изобилия. Und es ist darauf gerichtet, praktisch diesen Wohlstand und Überfluss materialisieren zu lernen. В нашей традиции принято считать, что для того, чтобы исполнять свое предназначение, человек может иметь сколько нужно ему финансов, достатка для того, чтобы реализоваться. Просто нужно использовать поток энергии, работать с образами, и тогда он может это для себя сделать. In der slawischen Tradition wird angenommen, dass der Mensch vom Universum genauso viel Ressourcen, Finanzen bekommen kann, so viel wie er für seine Realisation, für seine geistige, spirituelle Selbstentwicklung braucht. Man muss nur lernen, richtig mit den Energien zu arbeiten und für sich diese Kanäle zu öffnen. На второй ступени мы получаем следующий
посвящение, которое увеличивает наши силы еще в 100 раз больше. Геометрической прогрессии. Wir bekommen dann bei der zweiten Stufe eine zweite Initiation, die unsere Kraft, also diese Jiva-Energie, die durch uns fließt, dann noch um ein Vielfaches vergrößern. Если на первой ступени считается, что человек может работать одновременно с 10 людьми, 10 людей наполнять энергией, то уже на второй ступени человек может работать даже со 100 людьми одновременно. Und wenn man annimmt, dass man an der ersten Stufe mit höchstens 10 Leuten gleichzeitig arbeiten kann, also dass man höchstens 10 Leute gleichzeitig mit Jiva-Energie auflädt, kann man das bei der zweiten Stufe bereits mit 100 Menschen. Соответственно, на модуле А мы овладеваем базовыми практиками. Bei Modul A werden wieder die Basispraktiken vermittelt. В модуле Б мы делаем пересмотр прошлых жизней. Bei Modul B werden wir die vorherigen Leben, vorherigen Inkarnationen analysieren lernen. Мы пересматриваем прошлые жизни, то есть мы действительно видим наши жизни, кем мы воплощали, что мы делали, и мы осуществляем такое кармическое исцеление для того, чтобы здесь и сейчас исцелить свою реальность. Also wir lernen dabei in die früheren Leben zu gehen, die früheren Leben zu sehen, die Hintergründe zu sehen, warum im Hier und Jetzt mit uns gewisse Dinge geschehen. Wir lernen so diesen Karma-Prozess umzusetzen, um so auf unsere jetzige und auf die zukünftige Realität zu wirken. Modul C посвящен работе с нашим родом, с нашими предками. Das Modul C auf der zweiten Stufe ist Arbeit mit unserer Familie, mit unserem Stamm gewidmet. В нашем роде кроется на самом деле очень большая сила. In unserem Stamm verbirgt sich tatsächlich eine sehr große Kraft. Все, что умели и знали ваши предки, вы можете уметь и знать, если вы с ними соединитесь. Alles, was eure Vorfahren kannten und gewusst haben, also ihre auch Fähigkeiten, die könnt ihr alle auch erhalten, wenn ihr es schafft, euch mit den Vorfahren zu verbinden. Но в то же время какие-то жизненные трудности, они могут быть не вашими, а переданы вам по наследству. И поэтому с этим тоже надо разобраться, это тоже надо исцелить. Gleichzeitig können Schwierigkeiten auch nicht eure eigenen sein, sondern vererbte Schwierigkeiten oder Probleme sein. Man muss auch lernen, sich damit auseinanderzusetzen und sich davon zu heilen. Друзья, пока я говорю, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в чат, а мы потом ответим на эти вопросы в чате. Also, wenn jetzt während Wladimir spricht Fragen entstehen, könnt ihr die Fragen direkt in den Chat schreiben und wir werden sie dann auch im Nachhinein behandeln. Третья ступень тоже имеет модуль A, B, C. Die dritte Stufe hat auch das A, B und C Modul. Мы также еще раз расширяем инициации, которые позволяют нам работать еще с большим потоком энергии. Nach der dritten Initiation erhalten wir die Möglichkeit, mit noch einem stärkeren Strom von Energie zu arbeiten. И, соответственно, получается, что мы начинаем работать еще с более высшими тонкими оболочками. Und wir bekommen die Möglichkeit, mit noch höheren, feinstofflicheren Hüllen zu arbeiten. И вот здесь мы уже выходим за мир форм, в мир идей, для того, чтобы на уровне мира идей формировать необходимые события. Wir lernen dort aus der Welt der Formen zu gehen und in die Welt der Ideen zu gehen, um praktisch von dort aus dieser Ebene, aus diesem feinstofflichen Bereich auch auf unsere Realität dementsprechend einzuwirken. Модуль Б называется становление рождения кудесника. Das Modul B heißt die Geburt des Magiers. То есть кудесник – это то же самое, что шаман. Der Magier ist das gleiche wie ein Schaman. Это тот человек, который умеет общаться с духовными силами. Das ist derjenige, der fähig ist mit den geistigen oder spirituellen Kräften. Духами, душами, божествами. Zu kommunizieren mit Seelen und mit Göttern. Соответственно, он благодаря этому помогает сам себе и может помогать своему роду, народу, помогать людям. Entsprechend kann er so sich selbst helfen, seinem Volk helfen und praktisch der Erde.
И, соответственно, модуль С как бы еще больше усиливает наше умение общаться с духовным миром. Und das Modul C verstärkt noch einmal unsere Kräfte und Fähigkeiten, mit der geistigen Welt kommunizieren zu können. Наши занятия происходят один раз в неделю. Werden einmal in der Woche sein. То есть мы наши занятия в среднем порядка двух часов. Dauert circa von so einer Lehreinheit sind zwei Stunden. Когда нужно, оно может там становиться больше, ну там 2,5 часа. Wenn es Bedarf, also wenn Bedarf da ist, geht's meistens bis 2,5 Stunden. Занятия построены таким образом: чуть-чуть теории, сразу практика, чуть-чуть теории, сразу практика. Die Lehreinheiten sind so aufgebaut, dass man ein bisschen Theorie vermittelt, dann kommt eine Praxis, dann wieder Theorie und dann wieder die dementsprechende Praxis oder Meditation. Соответственно, каждое занятие записывается, и поэтому человек может пересмотреть это занятие по видео. Jede Lehreinheit wird aufgezeichnet oder mitgeschnitten auf Video und den Teilnehmern dann zur Verfügung gestellt, dass man rekapitulieren kann und die Praktiken nochmal anschauen kann. И на протяжении недели человек отрабатывает те практики, которые были даны на занятии. Im Laufe der Woche bekommt man eine Hausaufgabe, die Praktiken zu wiederholen, die man praktisch an dem Tag vermittelt bekommen hat. Использует для своей реальной жизни для решения тех задач, которые перед ним стоят. Und man müsste natürlich das alles in seinen Alltag integrieren, um die Ziele im Leben erreichen zu können. Ну и опять же, поскольку как бы первая чара, с которой надо начинать работать, это чара корней, а она связана с предками, мы сейчас делаем практику, посвященную работе с предками. Weil auch die Arbeit mit den Ahnen sehr wichtig ist und wir mit den unteren Chakren auch anfangen können, werden wir jetzt eine gemeinsame Meditationspraxis durchführen, wo wir uns mit den Ahnen verbinden werden. Ну, в принципе, как бы вот общие теоретические какие-то моменты я рассказал. So, die wichtigsten theoretischen Momente hat Vladimir uns gerade erzählt. Ну, и предлагаю вам сделать такую кудесничью практику. Und ich schlage euch vor, dass wir jetzt so eine magische Praktik gemeinsam machen. Мы пойдем в срединный мир. Wir gehen in die mittlere Welt. Это будет такая как бы направленная визуализация, то есть некое такое духовное путешествие. Das wird eine gerichtete Visualisation sein, sowas wie eine spirituelle Reise. Где мы посмотрим на древо своего рода. Wo wir den Baum unseres Stammes betrachten werden. Увидим, насколько оно сильное или слабое. Wir werden sehen, inwiefern dieser Baum stark oder schwach ist. А потом мы пойдем в храм к своим предкам. Und wir begeben uns dann weiter in den Tempel unserer Ahnen. То есть мы пойдем к ним, и когда мы к ним придем, мы призовем их к себе. Wir werden uns zu dem Tempel unserer Ahnen begeben. Wir werden die Ahnen anrufen. И, соответственно, уже там, общаясь с ними, мы можем получить ответы на какие-то свои вопросы. Und dort, indem wir mit den Ahnen auch kommunizieren, können wir auch Antworten auf unsere Fragen erhalten. Мы можем попросить их исцелить нас от чего-то или помочь нам материализовать какие-то события. Wir können die Ahnen bitten, uns bei einer Heilung zu helfen oder bitten, dass sie uns helfen, etwas, was uns jetzt wichtig, materialisieren. Кроме того, мы получим от них предметы силы, которые выступят неким как бы потоком энергии, силы, благословения, которые раскроются в нас новыми знаниями и умениями. Und es kann auch sein, dass wir von den anderen gewisse energetische Geschenke bekommen, die uns praktisch im Weiteren nicht nur beschützen, sondern als kleine Energiequelle uns dienen. Если будет тормозить, то ты все равно их там веди как-то, хорошо? Потому что ты уже опытный парень. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Setzt euch hin, dass ihr es bequem habt. Можно полулечь, можно как-то присесть, так, чтобы вам было удобно. Ihr könnt euch auch zurücklehnen, auf jeden Fall so eine ganz bequeme Pose annehmen.
Позвольте себе закрыть глаза. Schließt die Augen. Позвольте расслабиться мышцам лица, мышцам рук. Entspanne jetzt dein Gesicht, die Muskeln der Arme. Мышцам туловища, мышцам ног. Entspanne den Oberkörper, entspanne die Beine. Все тело полностью расслабляется. Und der Körper entspannt sich nach und nach mehr und mehr. Мы начинаем дышать солнечное сплетение. Wir atmen direkt in unser Solarplexus. Вдох, выдох. Ein und aus. И мы переносимся в то место, где вы были счастливы в детстве. Und wir begeben uns an den Ort, wo jeder von uns als Kind glücklich war. Там, где вы ощущали единство с окружающим миром. Dort, wo du die Einheit mit der Welt, die dich umgibt, gespürt hast. Увидьте то, что вы тогда видели. Siehe, was du dort gesehen hast. Слышьте то, что вы тогда слышали. Höre, was du dort gehört hast. Почувствуйте свое единство с окружающим миром, с Вселенной. Spüre die Einheit mit der Welt, die dich umgibt. Spüre die Einheit mit dem Universum. И мы продолжаем дышать солнечное сплетение и позволяем расслабиться своему телу все больше и больше. Atme weiterhin in den Solarplexus und entspanne den Körper mehr und mehr. Я призываю Хранителя Востока прийти к нам силой воздуха. Ich rufe den Hüter des Ostens mit der Kraft des Windes zu kommen. Я призываю Хранителя Запада прийти к нам силой земли. Ich rufe den Hüter des Westens mit der Kraft der Erde zu kommen. Я призываю Хранителя Юга прийти к нам силой огня. Ich rufe den Hüter des Südens mit der Kraft des Feuers zu kommen. Я призываю Хранителя Севера прийти к нам силой воды. Ich rufe den Hüter des Nordens mit der Kraft des Wassers zu kommen. Я призываю Божественного Отца сверху. Ich rufe den göttlichen Vater von oben. Я призываю Божественную Мать снизу. Und ich rufe die göttliche Mutter von unten. Я призываю Дух Всевышнего в наших сердцах. Ich rufe den allerhöchsten Schöpfer in unserem Herzen. Берегите и защищайте нас. Behütet und beschützt uns. Ведите нас к свету. Und führt uns zum Licht. Из этого места счастья. Und aus diesem Ort des Glücks. Мы отправляемся в путешествие. Begeben wir uns auf die magische Reise. Мы идем все дальше и дальше. Du gehst weiter und weiter. Идем или летим. Du gehst oder du fliegst. Так или иначе мы движемся вперед все дальше и дальше. Auf jeden Fall bewegst du dich weiter fort und fort. И вот мы уже можем видеть какие-то леса, поля, горы. Und du siehst Wälder oder Berge vor dir. И мы продвигаемся еще дальше, еще дальше. Und du bewegst dich noch weiter nach vorne. И вот, может быть, мы уже можем видеть какие-то необычные камни. Und du siehst ganz ungewöhnliche Steine. Деревья или что-либо еще. Oder Bäume, einen Wald. И вот неожиданно впереди мы видим высокую гору. Und plötzlich taucht ein riesengroßer Berg vor dir auf. И мы идем к этой горе. Und du bewegst dich näher zu diesem Berg heran. И вот мы можем видеть в горе туннель, проход. Und du siehst in diesem Berg einen Tunnel, einen Durchgang. Проход на другую сторону горы. Den Durchgang auf die andere Seite. Это проход в мир видений. Das ist в срединный мир. Der Durchgang
in die Welt des Sehens, der Durchgang in die mittlere Welt. Мир параллельных возможностей. Die Welt der parallelen Möglichkeiten. И мы начинаем заходить в этот туннель. Bewege dich in diesen Tunnel hinein. И мы можем уже видеть, чем он освещен. Du kannst sehen, womit der bereits beleuchtet wird. Факелы или свечами, или чем-либо еще. Es können Fackeln sein, Kerzen oder andere Lichtquellen. Мы идем дальше и дальше. Und du gehst weiter und weiter. Дальше и дальше. Und noch weiter. И вот мы уже выходим с другой стороны горы. Und wir kommen am anderen Ende heraus. И входим в бело-серый туман. Und sind in einem... И мы идем в этом белом-сером тумане. Grauen Tunnel. Und du bewegst dich durch diesen grauen Tunnel. Мы идем к гребню своего рода. Для того, чтобы увидеть, как выглядит ваш род. Dich herum ist... И вот под ногами у нас уже появляется какая-то тропинка. Und du bewegst dich weiter, um deinen Stamm zu sehen. Vielleicht siehst du einen Pfad vor dir. И пойдем по этой тропинке дальше и дальше. Und du gehst durch diesen Nebelpfad weiter und weiter. И вот мы выходим на поляну. Und du gehst jetzt, siehst eine Wiese. И вот мы уже можем видеть древо. Туман рассеивается, ясная погода. Auf der Wiese siehst du einen Baum. Der Nebel verzieht sich langsam. Das Wetter ist ganz klar. И вот вы уже можете видеть древо своего рода. Und du erkennst den Baum deines Stammes. Посмотрите, каким оно является, большим или маленьким. Schaut, ist dieser Baum ein großer oder kleiner Baum? На нем много зеленых листьев или она какое-то пожухлое? Hat er saftige grüne Blätter oder sind die Blätter gelb oder vertrocknet? Обратите внимание, где больше зеленых листьев, с правой стороны дерева или с левой? Und schau bitte genau hin, wo gibt es mehr grüne Blätter? Auf der linken oder auf der rechten Seite? Правая сторона – это ваш отцовский род. Die rechte Seite ist die väterliche Anlinie. Левая сторона – это ваш материнский род. Die linke Seite ist die mütterliche Anlinie. Какими бы ни были ваши родители, позвольте себе осознать, что благодаря ним вы живете. Egal wie eure Eltern auch sind, erkennt bitte, dass nur dank euren Eltern ihr hier und jetzt auf dieser Welt seid. Откройте в своем сердце любовь к своему роду. Öffnet in eurem Herzen die Liebe zu eurem Ahnen. И своей личной энергией, энергией своего сердца, как свечением, наполните это дерево. Und fühle mit der Energie deines Herzens, mit deinem individuellen Strahl, deine Liebensenergie und Energie deiner Liebe, fühle damit diesen Baum, lade ihn damit auf. Подобно тому, как машина светит фарами из солнечного сплетения, мы посылаем луч света. Ähnlich dem Auto mit dem Scheinwerfer leuchtet, leuchtest du aus deinem Solarplexus deine Liebesenergie und beleuchtest damit deinen Ahnenbaum. Wir вдыхаем энергию через макушку и через стопы и выдыхаем через солнечное сплетение. Die Energie durch den Kopf und die Fußsohle und atmen die Energie aus dem Herzen, aus dem Solarplexus heraus. Наполните светом все свое древо своего рода. Und füllt den Ahnenbaum gänzlich mit Licht, mit Energie. Может быть, прямо сейчас он становится более четким, более видимым. Vielleicht wird der Baum sogar jetzt klarer oder sichtbarer. Более зеленым, исцеляется. Oder wird vielleicht grün,
bekommt neue Blätter. Пошлите свою любовь и принятие своим предкам, какими бы они ни были. Schickt euren Ahnen Liebe und Anerkennung, egal wie sie auch sein mögen. Мы посылаем им любовь и принятие. Wir schicken dem Baum und unseren Ahnen Liebe und Anerkennung. Вот мы наполним светом дерево. Wir füllen mit unserem Licht jetzt diesen Baum. Мы разворачиваемся направо. Und dann drehst du dich nach rechts. И мы начинаем идти к храму наших предков, к храму ваших предков. Und wir gehen zum Tempel, du gehst zum Tempel deiner Ahnen. Мы идем дальше и дальше. Wir gehen weiter und weiter. У нас под ногами прямо дорожка какая-то, мы идем по этой дорожке. Unter unseren Füßen. И вот где-то впереди начинает проявляться или храм, или замок, или дом. Ein Weg oder Pfad. Und vor dir erscheint jetzt ein großes Haus, ein Tempel, ein Schloss, eine Burg. Das ist der Tempel deiner Ahnen. Du bewegst dich näher und näher zu diesem Tempel. Dieses Gebäude wird größer und sichtbarer. Und wir kommen zum Eingang. Там в духовном мире протяните руку и нарисуйте вензель. Ваша рука знает, что нужно нарисовать. Strecke deine Hand und zeichne auf die Tür ein magisches Zeichen. Deine Hand weiß, wie das Zeichen aussehen muss, um einzutreten. Это некий родовой знак, который знает ваша душа. Das ist das Zeichen eurer Ahnen. Und die Seele weiß darüber Bescheid. Sie weiß, wie dieses Zeichen aussehen muss. Und wir betreten den Tempel der Ahnen, dieses Gebäude. Und gehen in das größte Zimmer oder in den größten Raum. Там посредине есть длинный стол. In der Mitte steht ein langer Tisch. По бокам стоят стулья. Es stehen Stühle an dem Tisch. Большое кресло для ныне живущего, для вас. Ein großer Sessel für den, der jetzt in der materiellen Welt lebt, also für dich. Подойдите и сядьте в это кресло. Gehe an diesen Sessel heran und setz dich hin. Осмотрите эту комнату. Schaut euch in diesem Zimmer um. Может быть, там где-то висят какие-то гербы дворянские. Vielleicht hängen Wappen oder Bilder an den Wänden. Родовые знаки, символы. Die Zeichen vielleicht eines Geschlechts oder Symbole einer Familie. Und auf der anderen Seite dieses großen Saals oder Zimmers sind zwei Türen. Справа и слева. Rechts und links. Справа это двери для предков по отцовской линии, слева по материнской. Rechts ist die Tür der Ahnen väterlicherseits, links ist die Tür der Ahnen mütterlicherseits. Прямо сейчас своим открытым сердцем позовите своих предков. Ruft jetzt die Ahnen aus eurem offenen Herzen heraus. Скажите, я призываю своих предков по отцовской линии, по материнской. Du sagst, ich rufe jetzt meine Ahnen väterlicherseits und mütterlicherseits.
И вот вы уже можете видеть, как начинают проявляться образы душ. Und du kannst sehen, wie они одеты в костюмы разных эпох. Die Figuren, die Umrisse dieser Figuren in den Raum treten, die Seelen der Ahnen in den Raum betreten, die können gekleidet sein, alle möglichen Zeiten und Epochen nach. И предки по отцовской линии заходят и присаживаются справа. Erst betreten die Ahnen der väterlichen Ahnenlinie den Saal oder den Raum, setzen sich zur rechten Seite des Tisches. Предки по материнской линии приходят и присаживаются слева. Die Ahnen mütterlicherseits betreten den Raum, setzen sich auf die linke Seite des Tisches. Также из сердца пошлите им поток света, поток своей любви. Schickt aus eurem Herzen jeden von ihnen einen Strahl eures Lichts, einen Strahl eurer Liebe. Обратитесь к своему роду, к своим родственникам, чтобы они помогли вам исцелиться или решить вашу задачу, которая перед вами стоит. Wendet euch an eure Ahnen und bittet darum, euch zu heilen, wenn es für euch aktuell ist, oder eine Aufgabe zu lösen, die für euch gerade aktuell ist in den Tagen. После вашего обращения справа или слева к вам подходит кто-то из ваших родственников, кто-то старший, знающий. Nach eurer Anfrage kommt jemand aus der linken oder aus der rechten Seite, tritt an dich heran, jemand, der wissend ist. Услышьте, что они вам говорят или что показывают. Höre, was oder sie zu dir sagt oder was oder sie dir zeigt. Чувствуйте, услышьте или осознайте, что они вам говорят. Sie fühlt, hört, was oder sie euch zu sagen hat. Если вы видите, то все прекрасно. Если как-то вас не получается видеть, просто позвольте себе расслабиться. Предки все равно приходят, даже если вы их не видите или не создаете. Wenn ihr etwas sieht, wahrnehmen könnt, ist es sehr gut. Wenn es vielleicht noch schlecht funktioniert, ist es auch nicht schlimm. Die Ahnen hören trotzdem jeden von uns. Чувствуйте, осознайте, что они вам говорят. Und die kommen uns auch immer zu Hilfe. Может быть, прямо сейчас они дарят вам какой-то дар. Versucht zu hören, was sie euch zu vermitteln haben. Vielleicht bekommt einer von euch eine Gabe von den eigenen Armen. Ein energetisches Geschenk. Примите этот предмет с благодарностью и любовью. Es kann ein Gegenstand auch sein. Nimmt diesen Gegenstand mit Dankbarkeit und mit Liebe. Спросите, какое качество он в себе несет, какие знания, силы и возможности. Fragt, welche Eigenschaften, welches Wissen, welche Möglichkeiten dieser Gegenstand mit sich trägt. Благодарим предков за дары. Bedanke dich bei den Ahnen für das Geschenk oder für die Gabe. Просим, чтобы они поддерживали вас на протяжении вашей жизни. Bitte die Ahnen für Unterstützung für das weitere Leben. Мы говорим о том, что мы еще обязательно к ним вернемся. Und wir sagen den Ahnen, dass wir auf jeden Fall zurückkehren werden. Vielleicht möchte
der eine oder die eine oder andere von denen dir gerade sagen, zum Abschluss oder zum Abschied was Wichtiges noch sagen oder mitteilen? Bless team us. Wir благодарим предков. Wir bedanken uns bei den Ahnen. Und verlassen langsam den Tempel. Начинаем прощаться с ними. Wir nehmen Abschied von den Ahnen. Прощаемся, начинаем возвращаться. Und wir beginnen langsam zurückzukehren. Выходим на крыльцо, имея при себе те дары, которые они нам подарили. Zum Eingang des Tempels der Ahnen, zum Eingang dieses Gebäudes. Hab auch deine Gaben, ein Geschenk dabei und wir kehren zurück über den vernebelten Pfad, kommen wieder an den Riesenberg mit dem Tunnel, gehen in diesen Tunnel hinein, bewegen uns dadurch, bewegen uns durch den Berg. Und wir sehen wieder die Wälder oder die Felder und kehren an den Ort unseres Glücks zurück. Und wir sind wieder an dem Ort unserer Kindheit, an dem Ort unseres Glücks wieder zurück angelangt. Переносим внимание на тело, чувствуем себя здесь и сейчас. Unser Körper ist wieder im Hier und Jetzt. Wir übertragen die Aufmerksamkeit wieder in das Hier und Jetzt. Wir bedanken uns bei dem Schöpfer. Wir bedanken uns bei der irdischen Mutter, bei den Hütern des Nordens, des Westens und des Ostens. Wir bedanken uns bei unseren Ahnen dafür, dass sie alle bei uns sind. Und nochmal im Hier und Jetzt. Spannen alle Muskeln an und öffnen die Augen. Еще чуть-чуть так с полуприкрытыми глазками осознаем то, что мы видели, слышали, чувствовали. Erkennt bitte so mit halboffenen Augen nochmal das, was ihr gehört, gespürt habt, was ihr dort gesehen habt. Как бы еще мысленно находимся в процессе, у нас еще какие-то могут осознания приходить, wir понимания. Immer noch in dem Prozess, es können vielleicht auch noch zusätzliche Erkenntnisse kommen, jetzt im Nachhinein. Лучше их записать или запомнить, потому что потом могут уйти и не вспомниться. Es ist auch gut, diese Gedanken aufzuschreiben, diese Impulse, die man dort bekommen hat, aufzuschreiben, um sie nicht zu vergessen. Чувствуем себя здесь и сейчас. Окей, nochmal im Hier und Jetzt. Надеюсь, что у вас все получилось. Ich hoffe, alles hat gut funktioniert. Ну и сейчас уже как раз то время, когда можно задавать вопросы. Und jetzt könnt ihr auch bitte Fragen stellen, wir fragen. Im Chat oder Mikro an und dann auch über das Mikro die Frage stellen. Так, то у нас есть какой-то вопрос в чате, да? А, сейчас в чате я посмотрю. Да, а был вопрос по поводу записи сегодняшнего дня, потому что не успели все записать. Ну, у нас будет запись, конечно же, эта запись будет в открытом доступе. Also, die offenen Stunden, die jetzt im Oktober stattfinden,
werden aufgezeichnet und auch öffentlich zur Verfügung gestellt. Некое количество раз мы будем проводить такие открытые наши встречи, которые будут в открытом доступе. Also noch für einige Wochen lang machen wir so offene Treffen, die dann auch öffentlich, die Aufzeichnung wird dann auch öffentlich zur Verfügung gestellt. Nach, а потом, когда начнутся наши системные занятия? Nach 2-3 Tagen Bearbeitungszeit, wenn wir aber dann mit der Ausbildung beginnen. Записи также будут даваться, но только тем, которые принимают участие в обучении. И, скажем так, будут иметь доступ к этим записям. Machen wir auch dann einen Mitschnitt von jeder Lehreinheit und die Teilnehmer, die dann in der Ausbildung dabei sind, bekommen dann die Links zu diesen aufgezeichneten Videos. Так, okay. Если еще, может быть, какие-то вопросы? Может, vielleicht Fragen. Может быть, о том, что вы видели в медитации, какие-то вопросы. Möchte jemand erzählen, was in der Meditation gesehen hat? Ja, Sandra. Ich möchte mich bedanken, ja, ganz herzlich. Es war eine fantastische Reise. Ich bin erstaunt über das Zeichen. Und ja, es war fantastisch. Ja. Dankeschön. Ja. Да, она благодарит, Данка, что было очень фантастическое путешествие, и она была очень удивлена объектом, ну, подарком, который она там получила. Все те подарки, которые мы получаем в духовном путешествии, alle diese Geschenke und Gaben, die wir auf solchen energetischen Reisen bekommen, они открывают у нас новые качества, знания и умения, die öffnen in uns neue Fähigkeiten, neue Kenntnisse und Fertigkeiten. Поэтому смотрите вокруг себя, возможно, вам что-то такое встретится, может быть, похожее, может быть, нарисованное или реально такой предмет. Если такое встретится, то лучше его приобрести и иметь у себя дома. Dank den anderen dafür, seid aber auch aufmerksam, vielleicht begegnet ihr in der Realität so einem ähnlichen Objekt oder Gegenstand, versucht ihn dann zu erwerben, zu kaufen oder sich selbst sogar herzustellen. И когда он будет хотя бы нарисован или в материальном плане проявлен этот дар, то это будет еще лучше помогать вам, давать еще большую связь, еще большую силу. Und wenn diese Gabe dann auch in materieller Form irgendwo in eurer Nähe ist, auch wenn sie gezeichnet ist von euch, wird euch dieses Geschenk, diese Gabe auch zusätzliche Kräfte spenden. Хочу сказать о том, что когда у нас подобного рода медитации, то это надо иметь уже достаточное количество энергии в чаре ока для того, чтобы хорошо видеть. Поэтому не всегда и не у всех это получается. Это, ну, как бы сначала надо энергетически поработать, чтобы потом хорошо получалось. Поэтому тех, у кого получилось, это прекрасно. Но даже кто-то, кто видел меньше, все равно работа позитивная была произведена, и все это идет во благо. Man muss auch verstehen, dass man für solche Meditationen, Visualisationen sehr viel Energie und Kraft braucht, im dritten Auge praktisch in dem Energiezentrum. Und am Anfang passiert es vielleicht so, dass man weniger sieht oder dass es nach einer kurzen Zeit abbricht. Das ist alles Übung, Training und quasi das eigene Energiepotenzial. Ich danke. Da, ja. Darf ich noch fragen, was, ja, diese Ausbildung kostet? Ausbildung? Genau. Ja, diese Heilausbildung. Die Ausbildung läuft ja, wenn man alle drei Stufen macht, also ich schätze mal 1,5-2 Jahre, weil so, wir haben jetzt angefangen und nach einem halben Jahr sind wir jetzt am Anfang des Moduls C, also läuft es quasi durch, ohne Unterbrechungen. Es gibt die Variante, einen Beitrag für 6 Monate gleich zu entrichten, für ein halbes Jahr, das wären 400 Euro. Für 3 Monate sind 250 Euro und es gibt auch Teilnehmer, die monatlich zahlen, die zahlen dann 100 Euro im Monat. Okay, danke schön. Ja, man bekommt dann nach der abgeschlossenen Modul C auch eine Zertifizierung, um als Heiler oder Coach praktisch auch professionell tätig zu sein und dieses Wissen, diese Ausbildung auch in professionellen also Zwecken oder Richtungen zu verwenden. Okay, danke schön. Aber es steht aber auch nochmal auf alles auf meiner Homepage, das werde ich dann in der Gruppe teilen.
in Telegram. Да, они просто спрашивали по стоимости, я им объясню, еще скину ссылку. Там еще есть вот вопрос. Да, вопрос. Крис пишет, что на медитации, когда он подошел к дереву, и он увидел, что дерево абсолютно мертвое, и он потом, ну как бы его это вышибло из медитации, и он говорит, что его предки, они просто как бы все типа конченые или убитые, что-то такое. Бывает так, что родовые связи разрушены. Zu der Anmerkung von Chris sagt Wladimir, es gibt auch Situationen, wo die Ahnenketten, die Ahnenverbindungen zerstört sind. Поэтому дерево кажется мертвым или полумертвым. Deshalb kann der Baum auch als ein toter Baum oder so ein halbtoter Baum erscheinen. Но оно никогда не умирает полностью. Aber der Baum kann letztendlich nie vollständig tot sein. И когда мы начинаем практиковать, наши родовые связи начинают восстанавливаться. Wenn wir zu praktizieren beginnen, beginnen sich auch unsere Ahnenverbindungen zu verstärken oder beginnen zu entstehen. Очень важно понимать, что мы не имеем права судить наших предков, хорошие они были или плохие. Es ist wichtig auch zu verstehen, dass wir nicht befähigt sind zu urteilen, ob unsere Ahnen gut oder schlecht waren. Потому что энергия идет от старших к младшим. Weil die Energie von den Älteren zu den Jüngeren fließt. Не воспринимая своих предков, мы как бы, получается, ставим заслонку от их силы и знаний и возможностей. Und wenn wir unsere Ahnen nicht annehmen, nicht akzeptieren oder sie verurteilen, versperren wir uns gewisse Energiekanäle, die uns aber auch schon gewisse Möglichkeiten und Kräfte geben könnten. И тогда все то плохое, что было, скажем так, в вашем роде, становится вашей кармой. Und wenn wir uns davor verschließen, kann praktisch das Schlechte, was in der Ahnenreihe noch hängt oder gewesen ist, kann zu eurem eigenen Karma werden. Когда мы начинаем практиковать, то мы помогаем роду, исцеляя его, а род помогает нам. Und wenn wir zu praktizieren beginnen, helfen wir den Ahnen, also heilen wir unsere Ahnenreihe und die Ahnen helfen wiederum uns dann im Hier und Jetzt. Это как в футбольной команде. Каждый игрок работает на команду, а команда работает на каждого игрока. Das ist wie in der Fußballmannschaft. Also jeder spielt für die Mannschaft an sich und die Mannschaft spielt dann, also alle für einen, einer für alle sozusagen. Поэтому важно как бы восстановить связь со своим родом, усилить его. Es ist sehr wichtig, die Verbindung mit seinem Stamm oder mit der eigenen Ahnenreihe aufzubauen, also diese zu verstärken. И раскрыть все позитивные качества, которые в нем были. Und in sich die positiven Eigenschaften öffnen. Also при этом мы должны понимать, что мы имеем связь, в первую очередь, с первыми семью поколениями. Mit dieser Stammauchhatte. Wir müssen auch verstehen, dass wir mit den vor uns sieben stehenden Generationen verbunden sind. То есть это родители. Das sind die Eltern. Два человека, потом дедушки и бабушки, четыре человека. Großeltern vier. Потом восемь. Acht Urgroßeltern. 16. Dann 16. 32. 32. 64. Und 64. То есть это большое количество людей. Das ist eine sehr große Zahl von Menschen. И каждое поколение, оно отвечает за определенную сферу жизни. Und jede Generation ist auch für eine gewisse Lebenssphäre für uns im Hier und Jetzt verantwortlich. И потом, когда настанет время, мы об этом детально поговорим. Also wenn wir diese Themen betrachten, werden wir detaillierter darüber sprechen und das erklären. Так, больше вопросов нет, насколько я понял, да? Еще есть просто, что медитация была очень, ну, сильная, так мощная, хорошая, что она даже чуть-чуть заснула на несколько секунд. Но ее тоже интересуют по оплате, сколько будет стоить обучение. Но я уже им объясню. Genau, zu den Kosten dann nochmal in der Gruppe morgen die Info, aber ihr könnt jetzt im Oktober noch kostenlos mit dabei sein und euch das anschauen und überlegen, ob das für euch was ist oder nicht. Ну, если вопросов тогда нет, уже как бы полтора часа мы позанимались. Also, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, wir haben jetzt, oder sind schon über 90 Minuten hier gemeinsam online. Приятно было с вами пообщаться. War schön, mit euch zu sprechen.
У нас еще будет ряд открытых занятий. Wir haben noch eine Reihe von solchen offenen Einheiten. Буду рад вас видеть как бы в системном занятии в нашей дистанционной школе. Ich wäre auch froh, euch begrüßen zu dürfen, wenn ihr dann die Ausbildung anfängt. Я желаю вам счастья. Ich wünsche euch Glück. И хочу, чтобы вы помнили, что у вас есть огромный потенциал. Und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr, jeder von euch ein riesiges Potenzial in sich trägt. А живо – это тот ключ, который открывает этот потенциал. Und живо ist der Schlüssel, der dieses Potenzial öffnet. И поэтому, возможно, настало время как раз изменить свою жизнь к лучшему. Deshalb ist es wahrscheinlich in der Zeit, sein Leben zum Besseren zu verändern. Стать творцом своей жизни. Der Schöpfer des eigenen Lebens zu werden. Желаю вам счастья и успеха. До встречи. Ich wünsche euch Glück und Erfolg. До встречи. Dankeschön. Bis nächsten Dankeschön. Ja. Bitteschön.